Sangria am Strand und Caipirinha an der Poolbar, auch so lässt sich Weihnachten feiern, tannenfrei und ohne Weihnachtsgetreller. Fernreisen zur Weihnachtszeit sind jedes Jahr der Renner im Tourismusgeschäft, denn Weihnachten entfliehen, das versuchen immer mehr Zeitgenossen, wollen partout nicht die falschen Geschenke auspacken und mit den lieben Angehörigen unter dem Tannebaum zoffen und die, die an Heiligabend allein sind, für die ist dieser Abend sowieso der traurigste des Jahres, also wieso nicht gleich in die Ferne fliehen. Die Geburt im Stall hat der Menschheit vor zweitausend Jahren eine neue Richtung gegeben, erlöster sollten wir seither sein, befreiter und glücklicher. Deshalb das Fest zu Weihnachten. Auch wenn heute viele die Botschaft nicht mehr hören können und ihnen das Fest zum Halse raushängt, Jesus geht dennoch auf uns zu, auf jeden Einzelnen, und jeder muss irgendwie reagieren. Das wäre einfach, käme da einer, der Macht oder Weisheit ausstrahlt, der uns Gesundheit, Reichtum und Glanz im Leben verspräche. All diese Pseudo-Erlöser haben wir schnell durchschaut und abgehakt. Bei dem Kind in der Krippe ist das anders. Wer könnte einem Kind widerstehen? So süß und hilflos ein Baby verlockt uns, macht uns sanftmütig, zärtlich und still. Das Kind verwandelt. Selbst der schlimmste Verbrecher wird bei einem Baby schwach, und der coolste Held butterweich. Deshalb ist die Flucht an Weihnachten so schwierig am Pool oder an der Bar. Überall kommt Gott auf uns zu, klein und ohnmächtig wie der erwachsene Jesus am Kreuz. Vor dieser Weihnachtsbotschaft ist Flucht aussichtslos.